Moin Mädels. So. Ich kann nicht richtig zu denen sprechen. Hier, pass auf, da wo du hinfährst da. Ja, mach ich doch. Ich begrüße euch zu einem neuen Vlog. Und zwar geht's jetzt gerade zur Heldenhalle. Wir haben 7.17 Uhr, müssen eigentlich relativ pünktlich ankommen. Zumindest sagt das Navi das, ja. Das ist sehr ungewöhnlich für uns, dass wir es auch mal pünktlich schaffen. Aber ja. Also einen wunderschönen guten Tag, Freunde. So, inzwischen sind wir angekommen hier. Heldenhalle. Unschwer zu erkennen, ist eine Halle. Ja. Wer jetzt gedacht hätte, dass da groß Heldenhalle dran steht oder so. Nee, noch nicht. Da hinten sieht man schon mal jede Menge Container. Da ist eine riesen Containerreihe da hinter Hannes jetzt, ja, wo dann, denke ich mal, Spielfeldgrenze oder sowas ist. Pinselkrieg ist auch gerade schon gekommen. Haben wir auch schon Hallo gesagt. Ja, dann geht's gleich mal rund. So, ich bin links. Das auch gegen Hannes. Alter, wen hat Hannes alles rausgeballert? Das ist sehr schnell. Jo. Begonnen. Ich hab einmal durchrasiert. Also sauber, Hannes. Jo, zeig gleich, Mann. Boah, du musst die Spielweise komplett ändern gegen die Affen, ne? Boom! Eckengammler, Alter! Oh, am Oberschenkel, Mann. Schon wieder du, oder was? Das ist geil, ey. Herzlich willkommen zur Closed-Beta-Werbung. Eigentlich wollten wir euch an dieser Stelle ein schönes Gameplay zeigen und nur dafür habe ich mich auch den ganzen Tag bei gefühlten 40 Grad mit der GoPro auf dem Kopf herumgeschlagen. Leider ist das Spielfeld so klein, dass keine wirklich guten Gameplay-Szenen zusammengekommen sind. Ihr müsst euch vorstellen, eine Runde dauert da, wenn es glatt läuft, irgendwie 30 Sekunden. Wenn es ein bisschen schwieriger ist gegen etwas schwierigere Gegner, dann kann man auch mal 2 Minuten lang spielen. Aber insgesamt ist es halt schon recht klein. Das heißt natürlich noch lange nicht, dass das Ganze überhaupt keinen Spaß gemacht hat oder so. Ne? Ganz im Gegenteil. Diese kleinen, knackigen Runden, das war so dermaßen herausfordernd, also richtig genial. Es war zwar bisher alles nur irgendwie Team Deathmatch, aber mit Spawn-Dreh, das heißt, du hast dich in der Halle, hast du dich die ganze Zeit quasi mit den Spawns dann im Kreis gedreht, so alle 5-6 Spiele. Dadurch musste man sich natürlich immer neu auf das Spielfeld einstellen und nur Team Deathmatch ist dann natürlich auf Dauer auch ein bisschen langweilig. Aber die Helden haben halt auch an demselben Tag erwähnt, dass sie auf jeden Fall noch für das Spielfeld spezielle Spielmodi sich überlegt haben, dann wollen sie das natürlich auch wegen Lasertag. Gibt es halt auch die Möglichkeit, das Ganze abzudunkeln dann später und so weiter. Ja, also es kommen noch definitiv noch mehr Effekte, vor allem auch Soundeffekte dazu. Nicht nur dieses Start und Ende vom Spiel, sondern auch noch weitere Soundeffekte, die mit Sicherheit dann sehr, sehr cool auf das Spielerische dann einwirken werden. Ja. Ich hoffe, man kann anhand der Szene im Hintergrund ein bisschen erkennen, wie das ganze Spielfeld so aufgebaut ist und wie groß das ungefähr ist. Und sich darüber schon mal ein bisschen ein Bild verschaffen. Natürlich waren auch ein paar andere Gäste geladen, die wir selbstverständlich kennen. Unter anderem zum Beispiel der Pinselkrieg. Mit dem haben wir gemeinsam gespielt. Dadurch sind wir 5 Mann geworden und konnten gegen dann die 5 99ers antreten. Ja, das Speedsoft-Team. Ich bin der Meinung, das Speedsoft-Team in Deutschland war schon ziemlich geil und ziemlich interessant. Man hat definitiv sofort gemerkt, dass man da eine andere Liga an Gegnern hat, weil die ganz anders an das Spielgeschehen herangehen. Ja, dadurch, dass sie das durch Speedsoft-Feld kennen. War sehr cool, hat viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, ihr konntet euch ein bisschen ein Bild davon machen. Ansonsten, wenn das Außengelände aufhat und auch die Open-Beta-Phase, da werden wir mit Sicherheit öfter mal vorbeikommen und ja, ein bisschen Spaß haben. Gut, alles klar.
Ja, Mädels, Spieltag ist zu Ende. Hier kommt schon der Nächste, der auch noch ein bisschen was filmen möchte. Ja, ist ein ganz cooler Spot hier oben. Alter, da hinten ballern sie noch ein bisschen. Ja, es war auf jeden Fall ein richtig geiler Tag hier. Ich hoffe, man kann mich ein bisschen hören, ja. Der Spieltag war auf jeden Fall sehr geil. Also wir sind einfach im Arsch. Das größte Problem, was sie hier, glaube ich, haben werden, ist die Belüftung. Ne? Die müssen auf jeden Fall eine Belüftungsanlage hier irgendwie installieren. Sei es, auch wenn es nur so ein paar Ventilator unter der Decke sind, die hier mal für ein bisschen... Aber ansonsten, wenn ich überlege, was sie aus dieser Fläche jetzt hier geschaffen haben, bin ich sehr, sehr gespannt, was aus dem Außengelände noch wird. Denn, ja, ich meine, die Pornszenen sprechen ja eigentlich für sich. Ne? Das ist schon ziemlich, ziemlich geil. Ist zwar alles relativ klein, aber macht richtig Laune. Eigentlich war's das, ne? Ja. Irgendwie war's das. Sorry für das unglaublich abgehackte Video. Gibt's auf mich. Hannes kann die Kamera kaum noch halten. Es ist einfach ultra warm hier gerade. Ja. Gut, Leute, also schönen Tag noch, ne? Macht's gut.